Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist aber dunkel. Direkt in der Cave, oder? Ja, okay. Dann mal ein paar Herzen, so ein Rüstungsschild, auch sehr gut. Und hier lebt irgendwas. Oh, da sind aber ein paar viele. Oh, gleich 5 Stück, sehe ich das richtig? Warte mal. Hey, boah, habt ihr das gesehen, wie schnell der jetzt war? Wieder mit dem Angriff. Ich will das auch können. Ah, Mist. Das lief jetzt nicht so geil. Hey, ich wollte dich doch stunnen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Erfahrungspunkte dann da noch rumliegen. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn man zu weit weggeht. Okay, das sind tatsächlich noch ein paar. Hier liegt irgend so ein Trank und nochmal ein Gegner. Also wir haben sie noch nicht alle besiegt. Okay, ja, lauf einfach ins Feuer rein, ist in Ordnung. Huch, was ist denn da mit der Spinne gerade passiert? Die ist da voll weggeflogen. Hallo, greifst du jetzt da mal an? Sag mal, bin ich jetzt doof? Toll, jetzt mischt sich diese Spinne da auch noch ein. Geh weg. Da ist bestimmt auch wieder ein Nest hier irgendwo. Oh Gott. Ah, stimmt, die Viecher. Die habe ich auch noch nicht geschafft, kaputt zu machen. Die leben irgendwie unterm Stein. Aber warte mal. Oh. Na, okay, das hat also nichts gebracht. Aber jetzt, oder? Nee, da ist er noch. Jetzt ist er aber kaputt. Sehr schön. Das erste Mal, dass ich das Viech kaputt gemacht habe. Leider war das auch schon ein Medipack, das ich ausgegeben habe. Hey, jetzt ist gut. Boah, der haut aber auch wieder so schnell rein. Da, ich sage ja, also das ist echt ekelhaft, wenn du von zwei gleichzeitig angegriffen wirst. Vor allen Dingen so schnellen Kämpfern wie jetzt hier den Spinnen zum Beispiel oder eben halt auch dem mit dem Schwert gerade. Und wir sind irgendwie so ein bisschen vergiftet, würde ich sagen. Aber man muss auch sagen, meine Trefferquote war jetzt gerade schon ziemlich unterirdisch. Warte mal, da kommt immer mehr raus. Aber ich glaube jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war so ein Nest, auf dem dieser Kristall drauf war. Und wenn der Kristall kaputt geht, dann ist auch das Nest im Arsch. Watchman's Lantern haben wir jetzt bekommen. Wir dürften damit wahrscheinlich eine höhere Sicht haben. Wo ist denn die hier? Mist, sehe ich nicht. Was ist das hier? Oh, warte mal, ich muss ganz kurz. Nein! Ah, shit! Ich wollte es angucken. Das war blau und sah aus wie eine Waffe. Ah, shit. Das erscheint mir ein bisschen heftig. Das muss man jetzt hier irgendwie so kaputt machen. Oh, der hat gesessen. Ah, das mit der Waffe ärgert mich jetzt doch ziemlich. So, warte mal, wir müssen zurück. Ah, shit, Sackgasse. Alles gut, alles gut, alles gut. Wo ist hier noch dieser letzte Kristall? Da unten ist noch einer. Geht doch jetzt kaputt. Jetzt können wir hier mal ein bisschen was einsammeln. Wir müssen nur aufpassen, wir dürfen diesen Kristallen hier nicht zu nahe kommen. Weil die gehen dann kaputt und fügen uns Schaden zu. Ah, und mit dieser großen Spinne dann ist es auch nicht so geil. Da liegt noch ein bisschen was rum. Oh, der war gut. Genau in die Gabel reingesprungen. Also da müsst ihr echt aufpassen bei den Splittern, dass ihr da nicht reinläuft. Dann
erleidet ihr nämlich Schaden. Ich meine, die explodieren dann auch so schön, aber ihr erleidet halt trotzdem Schaden. Au, ah, da war es gerade. Ich wollte es euch nicht demonstrieren, aber es jetzt hat sich so ergeben. Ich wollte ja nur die Ressourcen haben. Oh, ich muss aufpassen, ich habe ja nicht mal mehr Medipack. Ja, das ist ja doof. Okay, das war Berserker-Modus, den ich jetzt hier gerade aktiviert habe. Dann machen wir jetzt hier mal den Bloody-Effekt auf dem Bogen. Toll. Die können da keinen Schaden erleiden, wenn die da durchlaufen. Schau mal an, wie die davon flitzen hier mit ihrem blöden Axtangriff. Okay, okay, alles gut. Aber was ist denn dieser Feuerball, der da auch noch so umeinander fliegt? Das sollte mir eigentlich egal sein, aber ich habe ja gerade ganz andere Probleme. Ich habe nämlich hier gleich verkackt, weil ich schon wieder kein Leben habe. Was ist das hier? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt werden wieder diese roten hüpfenden Beutel wieder ganz praktisch eigentlich, weil die könnten mir jetzt so ein paar Herzen droppen, damit ich wieder mit dem Leben hochkomme. Wir gehen jetzt nicht gleich zum nächsten Bosskampf. Wir schauen uns jetzt erstmal noch rasch den Rest der Karte an. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendeine Möglichkeit, quasi. Ja gut, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit. Man kann ja die Herzen auch kaufen. Oh, die ist, glaube ich, nicht schlecht. Ah, nee, die ist doof. Die ist doof, weil die wird immer weggeworfen. Dann machen wir die jetzt kaputt, nehmen die Ressourcen ein. Also ich könnte hier meine Pitchfork so upgraden, wenn ich jetzt hier endlich so eine blöde Werkbank finden würde. Oh, ein Google-Opf. Und da oben gibt es einen Markt. Vielleicht kann ich da wirklich ein paar Herzen kaufen. Das wäre jetzt so schön. Stopp, 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 stopp. Ich will euch doch nichts tun. Ah, der Bogen hat aber auch eine lange Schusszeit. Dann müssen wir das halt so machen. Schön betäuben. Alles gut. Perfekt. Schau mal, so kurz vorm Sterben sind wir jetzt hier. Wegen diesem blöden Achievement, das ich eigentlich gar nicht wollen würde. Also, dieses Achievement, darauf könnte ich echt verzichten. Jetzt wollte ich das hier noch kaputt machen. Oh, wie jetzt? Das kann ich nicht mehr. Dann halten die so zu viel aus. Okay, schade. Nochmal ein Schlüssel. Sieht hier irgendwas wie ein Herz aus? Ich kann ein bisschen Rüstung einkaufen. Holz, Eisen, Stein, dann das hier, irgendein Schwert und ein Schlüssel. Mist, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Kann ich euch kaputt schießen? Nein. Und euch? Auch nicht. Mist. Okay. Das war's dann wahrscheinlich schon. Für mich. Ah, das war's jetzt, glaube ich. Ja, das war's jetzt. Was sind das immer für Symbole, die hier bei mir auftauchen? Das wüsste ich echt gerne. Aber was gerade cool ist, um mich herum schweben lauter so feurige Dinger. Das ist ja echt cool. Das ist ja echt cool. Das ist wie vorhin mit diesen Fliegen, die uns umkreist haben. Aber leider war's das jetzt halt auch schon für uns, ne? Das ist halt... Ah, Mist hier, echt. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Da kommen wir gar nicht mal lang. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich ein bisschen was Neues wieder kennengelernt. Aber die 141 Erfahrungspunkte sind jetzt leider umsonst. Genauso wie auch die
ganzen Rohstoffe, die ich hatte. Also ich muss jetzt hier echt mal gucken, ob es nicht irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, diese Medipacks zu sammeln, herzustellen, wie auch immer, weil das wäre halt so geil. Wäre richtig geil, weil dann würden wir auch deutlich länger durchhalten. Wir hatten jetzt einfach ein bisschen Pech, muss man dazu sagen. Aber hier mit 201 Erfahrungspunkte, ich glaube, da können wir wieder ein bisschen was machen. Muss ich mir mal überlegen, worin ich das wieder investiere. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen herumspielen, natürlich wieder ein bisschen aufleveln, auch ein bisschen gucken, wie ich an diese Medipacks rankomme. Wie gesagt, war die halte ich für unheimlich wichtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann sind wir nämlich hier auch schon am Ende. Ich überlege mir jetzt dann gleich noch, wie ich das hier am besten wieder ausgebe. Und würde mich dann freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von In Celebration of Violence wiedersehen. Bis dahin lasst mir gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Und bis dann.